warte ja noch auf zwei Fahrzeuge, ne? Der neue AMG, der SL, der kommt noch und... Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis der Blutdruck hochgeht. Hey! Danach machen wir hier die Tür, ne? Die ja. Türen werden gestrichen. Die ganze Beleuchtung, kommen wir hier runter. Vielleicht tun wir es auch umbenennen. Crazy Bunny Ranch. Ich habe mir das so vorgestellt. Das, was jetzt matt schwarz ist, das war rot machen. Also wenn du mit Stil und Klasse jemanden die Zähne It all starts with a dream, Werner. Und was ist heute unser Traum? Was machen wir? Seid erstmal alle gegrüßt. Ja, wir fahren natürlich ins Bordell. Da tun wir zurzeit ein wenig renovieren und ein bisschen umbauen und alles. Und müssen mal gucken, was da los ist in Kaiserslautern. Und danach fahren wir und tun den Rolls-Royce nochmal pimpen. Ne? Genau. Nehmen wir noch ein Fahrzeug gleich mit. Dann hast du wieder ein bisschen mehr Platz vor der Tür. Ja, ich muss mal gucken. Ich warte ja noch auf zwei Fahrzeuge. Ne? Was kommen denn noch für Fahrzeuge? Der neue AMG, der SL, der kommt noch und ich glaube noch ein Ferrari, wenn mich nicht alles täuscht. Aber okay. Das klären wir dann oben ab. Auf. Na dann. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis der Blutdruck hochgeht. Ja, ich hoffe mal, der bleibt unten. Ich glaube, die, die auf mich warten, hoffen das, glaube ich auch. Das gute alte Why Not, ne? Why Not? Wo willst du denn hin, Alfred? Was soll ich doch da, nein. Da sehen sie uns ja kommen, wir gehen hinten rum. Ach so. Überraschungseffekt für den Mitarbeiter. Die Müllsäcke siehst du, ne? Guck dir mal die Flamingos an. Umgefallen. Da frage ich mich, was im Sommer, ne? Die gehören ja normalerweise in die Garagen ein, ne? Das habe ich auch schon dreimal gesagt, ne? Ei. Und? Dann geht's hier weiter. Aber vielleicht aber macht aber ja gerade jemand Mittag. Gut, das sieht nach Arbeit aus. Das sind ja Handwerker hier. Ja, das sieht ja nach Arbeit aus. Hier kann man ja auch mal die Blätter zusammenkehren, ne? Ja, einmal mit dem Laubbläser kann man hier drüber gehen auf jeden Fall. Ja, ne? Nichts passt, aber im Büro beim Kaffee saufen. 100%. Wir sind erkannt von. Fortuna, ihr müsst das Betty. Ah, was kriegen, Digga? Ah. Alles Gute, mein Lieber. Chefatsch. Laufen die Filme für die Gäste oder für euch? Die Gäste. Das muss ich fixen jetzt. Werner, hier muss ein Brezessel hin. Hier. Einen lieben Gruß an meinen Freund Herbert aus dem Brez-Store in München. Wie du siehst. Die Geschäfte laufen schlecht, unser Stuhl ist kaputt. Da. Ja, guck mal, wie ist das? Adi. Hier wird Deutsch geredet, wenn die Kamera an ist. Sag mal am Ding, am Dorin soll mal kommen. Dorin, komm doch her, bitte! Hallo. Er ist der, wo das Haus hier renoviert. Komm, Adi, hi. Hier ist schon alles reingeputzt, ne? Ja. Wir hatten ja, wo wir das Haus übernommen haben, ne? Haben wir ja tapeziert gehabt, ne? Ja. Aber das, die Tapete, da gibt es ja manchmal Weiber, die ist langweilig und da zupfen die. Das war ja an vielen Enden mal so, ne? Ah, scheiße. Und das reibt sich natürlich mit der Zeit halt ab, ne? Ja. Und da war jetzt natürlich der Reibeputz natürlich das Beste, was wir an der Enden machen können, ne? Danach machen wir ja die Türen, ne? Die ja. Türen werden gestrichen, dann tun wir neue Türen einsetzen, ne? Mhm. Die ganze Beleuchtung kommen wir hier runter, ja. Ne? Und das hier machen wir auch runter. Okay. Alles, ja? Alles. Und die hängen wir in die Zimmern ein. Das ist alles mit Ding aus, mit LED. Ganz wichtig, die Dinger müssen wir wieder hinmachen, ne? Das von hier. Genau, wegen dem Ordnungsamt. Ja. Ja, und die machen wir hier alle runter. Okay. Jetzt so zu den anderen Häusern, ne? Das ist ja so ein Haus, das haben wir ja, da haben wir hier, haben wir ja den Namen gelassen gehabt. Vielleicht tun wir es auch umbenennen. Ich weiß auch schon wie. Immer so. Wie? Crazy Bunny Ranch. Wir haben noch einen großen Garten. Ne? Und dann können die Häschen da drin rumhüpfen. Crazy Bunny Ranch. Crazy Bunny Ranch. Guck mal, wir putzen jetzt alles. Ja. Ne? Tust komplett einen neuen Schlauch.
Und wenn alles verputzt ist und du streichst die Decke, das was jetzt rot ist, ne, streich mal auch weiß. Mhm. Und da das Blech da oben, das lass mal rot. Aber müssen wir halt ein bisschen abwaschen, ne? Ich habe eine Frage an dich. Eine Frage, okay. Genau. Jetzt bildlich gesprochen, jetzt kommt jemand vorbei und sagt, Werner, du bist jetzt schon so lange dabei, willst nicht mal jetzt Feierabend machen, ich habe einen Sack voll Geld dabei, es reicht. Würdest du das machen? Also guck mal, ich denke mal, bis so vor 4 Jahren, denke ich mal so, hättest du da für einen Arsch das von mir gekriegt. Also bist du zur richtigen Zeit gekommen mit der Frage. Ne? Mit normalen, ja, das macht einfach nichts mehr. Es hat sich so viel verändert und ob ich jetzt alles wegtufe, denke ich mal nicht. Weil es gibt natürlich, da sage ich mal, schon 2, 3 Leute, ne? Dem würde ich es nicht antun wollen, dass er ihren Job da nichts mehr haben und alles. Ne? Aber ich könnte mir schon vorstellen, vielleicht irgendwann mal, vielleicht doch nochmal abzuspecken. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen. Irgendjemand aus meinem nahen Umfeld, ne? Würde jetzt hergehen und würde im Lotto gewinnen. Also meine Frau jetzt zum Beispiel. Und würde sagen, Schatz, ich habe 10 Millionen gewonnen. Ne? Ich würde da nicht spontan sagen, aber ich würde mal, sag ich mal, über Nacht oder über nächsten 2, 3 Nächte schon Gedanken darüber machen und alles. Ich mache jetzt über fast 3 Jahrzehnte das Geschäft, aber irgendwann wirst du dann auch müde, weißt du? Irgendwann wirst du auch müde. Aber was macht dir denn nach all den Jahren noch so am meisten Spaß in dem Business? Was treibt dich da noch an? Jetzt abgesehen davon, dass du Freunde, Mitarbeiter hast, um die du dich halt auch kümmerst, weil sie hier durch dich einen Job haben. Freude macht man zum Beispiel, guck mal jetzt zum Beispiel jetzt so einer wie der Adi, ne? Das ist ja definitiv ein Kandidat zu 50%. Aus tiefstem Herzen verspüre ich manchmal das Bedürfnis, ihn wirklich an den Hals umzudrehen und alles, ne? Aber dann wiederum, ne? Er schafft ja in Ulm ja oben. Jetzt ist er seit 2 Wochen hier runtergekommen. Ich habe zu ihm gesagt, pass auf, du kommst runter, das Haus musste hier auf Vordermann gebracht werden und alles. Wir müssen ein wenig renovieren, wir müssen hier ein bisschen umstrukturieren. Ja, hier ist alles nicht so gelaufen. Gut, wenn es ja gut gelaufen wäre, dann hätte ich ja die ganzen Mitarbeiter ja nicht rausgeschmissen. Ne? Sind ja hier alle rausgeflogen. Und das macht er ja gut. Ne? Mhm. Er ruft alle 2, 3 Tage bei mir an, er hält mich auf dem Laufen, ich komme hierher. Man sieht ja selber, er verstellt sich ja nicht, er ist ja motiviert und alles, weißt du. Mhm. Und von sich aus selber, pass auf, das können wir noch machen und das und das. Und das gefällt mir, weißt du. Okay. Und solche Leute motivieren mich noch. Und das sind dann auch solche Leute, wo ich dann hergehe und sage, ich könnte ja gar nicht alles verkaufen, weil gewisse Leute müssen schon weiter hier im sicheren Hafen sein, so auf jeden Fall. Genau, richtig. Und vor allem, es ist ja auch einer, das ist zwar manchmal ab und zu ein Spinner, ne? Aber er ist, sag ich mal, auch schon mit Herzblut auch mit dabei. Das hast du jetzt selber ja auch gemerkt. Ja, der ist ja eine loyale Socke. Ne? Na, wir waren also, ja zusammen in Marbella. Na, also definitiv. Also von daher ist es ja schon ganz gut so. Du kannst ja dir viel ermöglichen. Aber mit was kann man dich glücklich machen? Und vor allem, wie sieht für dich ein glücklicher Tag aus? Ja. Das kann ich da definitiv sagen, indem mich keiner nervt, keiner stresst. Jeder sich bewusst ist seiner Aufgabe. Immer ruhig kann es ja nicht sein und alles. Aber ich will einfach mal ein ruhiges Leben halt haben und alles, weißt du? Es kommt immer nur ganz drauf, wie du die Leute erziehst und was für Leute da halt holst. Wir sind oft enttäuscht worden. Also ein glücklicher Tag ist ohne Stress, ohne Stress. Enttäuschung. Einfach nur das Leben genießen. Richtig, richtig. Na dann. Und das ist durch nichts zu ersetzen, ne? Wie ist eure Meinung dazu? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was der Werner da gesagt hat, ob ihr dem zustimmt oder wie ihr das seht. Und dann würde ich sagen, was steht denn jetzt an? Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Ich würde sagen, wir machen jetzt los, holen den Rolls-Royce ab und den lassen wir dann mal pimpen, ne? Werner, was willst du denn an dem Rolls-Royce noch pimpen? Immer wenn ich die Jungs sehe, wenn sie davor stehen, die sprechen nicht mal auf die Felgen an und so weiter. Der sieht doch fett aus. Ja, aber er kann noch fetter aussehen und das zeige ich euch jetzt. You know what I came for. I see the real you. You should let her at that cage more. I've been playing it cool, but can't lie to you, you know what I'm waiting on. Waiting on, waiting on. I don't wanna wait no more, no more, yeah, more. Down for the count when you needed to breathe it. Just got too hard on your mental. I've been around it some time to care them bills. When you had them classes, remember you knew me before the back. You seen the vision, you know me for showing you thanks. Knew how to rip it apart, you let me inside. I pick up the pieces and play some. Come treat me right, I know you excited. Weißt du, wie ich zu dem Auto gekommen bin? Ich war beim Armin, beim Steuerberater, und dann sagt er, ja, da muss doch was in die Bücher rein, was wollen wir da absetzen? Da ist so viel Geld, hat er gesagt, du brauchst ja was zum Absetzen. Dann sage ich, ja, was soll ich dann bringen? Und dann geht er her und sagt, ja, ich weiß ja nicht, sagt er, na, kauf dir doch mal ein ordentliches Auto. Und dann sage ich, ach,
du, der neue SL, der AMG, der ist nicht schlecht. Hat dann angerufen, dann haben die erstmal gesagt, geht nix. Ja, ne? Ja. Dann hat er gesagt, komm her. Dann hat er ins Büro rein bestellt. Ja, habe ich mit ihm ein bisschen gesprochen gehabt und alles und habe gesagt gehabt, dass er mal gucken soll. Am nächsten Tag ruft er an und sagt, komm und stell die Farben zusammen. Hat er gesagt, wenn du Glück hast, hat er gesagt, tue ich dann sogar noch unter den Weihnachtsbaum drunter. Also Simon, wenn du nächstes Mal was bestellen willst, machst du über Werner Freiburg. Ja, also. Genau. Ja, also bei Rolls-Royce bin ich ja auch dein Mann des Vertrauens, ja, oder? Das stimmt, ja. Ab sofort nur noch über Werner. So, da bin ich ja jetzt mal gespannt, was du dir jetzt wieder ausgedacht hast. Also, guck mal, ich habe mir das so vorgestellt. Das, was jetzt matt schwarz ist, das war rot machen. Das bleibt hier glatt schwarz, genau, in der Mitte und den Rahmen hier halt. Ne? Genau, das auf dem Rot. Genau, dass wir das rot machen. Mhm. Und dann habe ich mal gedacht, dass wir so einen Streifen, ja, ne? Auch, okay. So einen Akzent, einen Streifen rein tun. Und dann habe ich mal gedacht gehabt, so dieses Rolls-Royce-Emblem, das ist ja noch mit Folie überzogen, ne? Ja. Dass wir das rot machen und in die Felgen ein bisschen Akzent von dem Rot rein. Hier hinten halt, dass du die Folie halt abziehst, weil die hast du das noch soll einfach weg. Das soll einfach weg. Genau, und dass es schwarz bleibt. Okay. Also nur von vorne das, genau, Rot in die Felgen, ein bisschen Akzent und schönen Streifen rein. So vielleicht, so hier so runterwärts, der so an der Kante, weißt du? Sollen wir dir die abdunkeln? Nee, ich habe zum Glück alles, das Auto war 4 Monate lang zwangsentstempelt. Okay. Die Felgen waren auch nicht eingetragen. Okay, dann besser nicht. Ja. Die habe ich eingetragen bekommen. Ja? Wie hast du das hingekriegt? Ja. Das mit rechten Dingen zugegangen ist. Nee, also da war ein hochrangiger TÜV-Prüfer, war da und hat die abgenommen, ja. Das ist eher dezenter, ne? Nein, das soll schon. Also dann eher das hier, dann passt auch zu der Innenausstattung vielleicht besser. Das hier. Genau. Ja genau, dann machen wir das hier. Top. Oder? Was meinst du? Ich finde es auch schöner, definitiv. Ja, dann machen wir das so, ne? Und dann kommt es auch da innen rein. Genau. Und der Streifen hier genauso. Der Streifen zieht dann durch, genau. Super. Der Werner mal vielleicht gebrauchen. Ach, ich kann mir schon vorstellen. Da hat er einen Present hier, ja. Das ist ja natürlich... Na? Also wenn du mit Stil und Klasse jemanden die Zähne willst, dann ist das genau das Richtige. Ja? Regenschirm jetzt rausnehmen. Ey, und das. Total. Und Werner, wie liegt er in der Hand? Ja gut, ne? Gucci-Hand, ne? Ein Gucci-Baseballschläger. Sowas gibt es auch nur hier in Gießen, gell Werner? Richtig. Verkaufst du die? Ja, ja. Ja? Auch mit Louis Vuitton oder auch mit, ach, mit Louis Vuitton. Ist alles möglich. Also wenn jemand da draußen die Absicht hat, jemanden die Zähne und will das mit Stil und Klasse machen, Link findet er in der Beschreibung. In der Beschreibung, ne Alvin? Na? Und vergessen auch nicht Nein zu machen, ne? Alter Schwede, wieso schenkst du dem sowas? Ach, von unten wird's lustig. Danke, ne? Gerne. Simon? Ja, bitte. Weißt du schon irgendwas wegen dem Ferrari? Wir können dir ja den F8 Spider. Ja. Da kommt einer. Aber der ist lila. Das ist doch wurscht, das spielt keine Rolle. Sonic, was geht ab? Es ist endlich soweit, dein erster Song. Wo finden wir das Ganze denn? YouTube, Spotify, überall. Einfach Keep It Nick folgen auf Instagram. Und da oben in der Storyline quasi ist alles verlinkt. Erinnerung, das ist mein emotionalster Song. Wenn nicht sogar der einzig wirklich emotionale. Ist mir persönlich am wichtigsten von allem, was ich releasen werde in naher Zukunft. Geht um einen Menschen, den ich verloren habe. Ich glaube, da können einige auch mitfühlen, die schon mal einen Menschen verloren haben, der ihm wichtig war. Tja, Werner, dein Auto ist jetzt abgegeben bei Exxon beim Folienwerk Gießen. Was machen wir denn jetzt? Jetzt fahren wir zu mir heim und dann kommt noch eine Überraschung. Na dann, auf geht's. Auf. So, Werner, last but not least, haben wir ja noch eine kleine Ankündigung zu machen. Richtig, es wurde ja schon oft danach gefragt. Hier ist es. Dein Buch. Mein Buch, genau. Dein richtig. Leben in einem Buch. Genau, richtig. Und ihr könnt das Buch jetzt schon mal vorbestellen. Den Link findet ihr hier in der Beschreibung und veröffentlicht wird das Buch Ende März. Aber ihr könnt es jetzt schon vorbestellen. Und seid gespannt, wir werden die nächsten paar Wochen auch noch ein paar Updates raustun. Jeder, der Interesse hat an 3 Jahrzehnten Rotlichtgeschichte, der sollte sich das Buch holen. Ich krieg auf jeden Fall 1 mit Widmung, oder Werner? Du kriegst sogar 2 mit Widmung. Na dann, wie immer, alte Traditionen sollen wir ja nicht brechen. Richtig. Das war wieder mal ein Tag aus meinem Leben. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Macht's gut, meine Freunde.